Sie sind einzigartig. Darum haben sie auch einen Namen, den sie so persönlich macht. Ich habe auch einen Namen. Mein Name ist Marcel Juhn. Ich bin Kommunikationstrainer und Social Media Experte. Ein Name gibt automatisch auch Nähe gegenüber dem Publikum. Darum liest man beispielsweise immer mal wieder in der Zeitung bei einer Geschichte bla 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 bla. Vreni Müller, Kioskbetreiberin in Hinterpfupfingen. Und dann in Klammern, richtiger Name der Redaktion bekannt. Das macht man eben genau darum, um eben Nähe aufzubauen im Printtext. Die Nähe, die ist natürlich auch gut in jeder Präsentation, bei jeder Geschichte. Wählen Sie jemanden aus Ihrem Betrieb, aus Ihrem Umfeld, jemanden, der authentisch wirkt, jemanden, der eine wichtige Rolle in Ihrer Geschichte spielt, und tun Sie die Person benamsen. Es ist dann nicht nur der Lastwagenfahrer aus Ihrem Betrieb, es ist dann eben der Lastwagenfahrer Küde aus Ihrem Betrieb. Oder es ist der CEO Peter Müller aus Ihrem Betrieb. Geben Sie Ihren Protagonisten Namen und tun Sie mit dem Nähe aufbauen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.